Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Und nein, ihr seid nicht im falschen Part. Ich bin nämlich eben gerade zurück in das Dorf der Fischer geflogen mit dem Federding. Denn ich habe einen Kommentar bekommen von Terra91, die meinte, ey, du bist voll doof. Jetzt nicht wirklich. Also hat er sie nicht wirklich geschrieben. Sondern, dass ich die ganze Zeit schon an dem Nest vorbeigelaufen bin, denn das Nest, wer könnte es ahnen, ist im Baum. Das, was wir da hinten im Hintergrund, also den Baum, den wir da hinten im Hintergrund sehen. Und da werden wir jetzt mal direkt hinlaufen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte die Küken schon gefüttert. Also kann natürlich auch sein, dass ich nur Spürges im Kopf habe. Und da spackt die Musik wieder rum. Vogelnest. Ach, guck mal. Ich konnte da irgendwas mit... Du hast jetzt einen nicht... Gut, kann ich auch nochmal füttern. Nee. Achso, am Baum kann ich nicht ins Menü reingucken. Es tut mir leid. Ich bin gerade am gucken, was ich hier bekommen habe. Wenn ich überhaupt was bekommen habe. Nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas bekommen habe. Werde ich dann wohl nachher mal nachlesen müssen. Aber ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal. Mine. Bahneingang. Da war ja noch irgendwas, dass so ein Typi mit dem Alu die Bahn schneller machen möchte. Was daraus jetzt geworden ist, keine Ahnung. Aber es hat sich für mich danach angehört, als ob man da hin muss. Vielleicht läuft der da ja rum. Hey, die Jungs sind zurück. Die Bahn, die leichte Bahn. Das ist toll. Die ist so leicht, dass keine andere mitkommt. Damit könnte es klappen. Los, wir probieren es mal. Warum hast du dem Wasser gegeben? Ach, Zement. Schnellzug. Ich zähle auf euch, Jungs. Oh nein. Dann ist sie noch schneller jetzt? Stimmt, die war vorher... Vorher war die Gold, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber Gold ist natürlich um einiges schwerer als Alu. Aber um einiges auch hochwertiger. 3, 2, 1. Ich weiß doch die Strecke gar nicht mehr. Holy fuck. Das ist jetzt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, dass die leicht ist.
Weil wenn ihr schwer ist, drückt das ja auf den Weg nach unten. Das weiß ich jetzt nicht. Es geht ja überwiegend nach unten. Und selten nach oben. Auf dem Weg nach oben ist es natürlich... um einiges besser, eine leichte Bahn zu haben. Das Moment ist schon trocken. Kann das sein, dass wir jetzt weniger Zeit haben? Weil meine vorherige Zeit war, glaube ich, die gleiche oder sowas, ne? Oder ein bisschen schneller, ein bisschen... irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall auch 1:14:50 oder so. Muss ich das jetzt echt nochmal machen? Nö. Aber so viel war da gar nicht. Oder kippt die vielleicht nicht so schnell um? Bin auf jeden Fall sehr weit gerade geflogen. Aber das ist auf jeden Fall eine neue Aufgabe. Ich muss das schaffen, so dass der Zement nicht fest wird. Was halt überhaupt keinen Sinn macht, weil er könnte auch einfach den Zement unten anrühren. So einfach zwei Eimer mitnehmen. Jetzt kommt wieder Mr. Bean. Wir waren... das war ganz knapp. Ich hätte bei der letzten Kurve nicht bremsen sollen. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht sogar jetzt schon in dem Versuch. Wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. Fingen die Glocken auch noch an zu läuten, du. Ich weiß nicht so ganz, was das bewirkt ist, wer jetzt hier den Alu-Schlitten haben, außer dass er schneller ist. Anscheinend. Mir kommt es aber nicht wirklich irgendwie schneller vor. Mr. Bean? Wieder ganz knappe Kiste. Er hat Toner gestohlen. Nein! Das war auf jeden Fall. Ja, ich war langsamer. Ficken, ey. Ich darf nicht bremsen in der letzten Kurve, auch wenn es so aussieht. Also, was heißt letzte Kurve da in diesem Rondell da? Ah, you failed.
Ich glaube, ich werde es jetzt rausschneiden, weil ihr habt das schon oft genug gesehen. Und ihr werdet dann den richtigen Versuch sehen, in dem ich es geschafft habe. Eieiei, ich hab's geschafft. Ich habe bestimmt jetzt nur so 10, 12, 15 Versuche gebraucht. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber ich hatte eigentlich vor, nach diesem Versuch abzubrechen, weil ich habe heute nur ein Stündchen Zeit zum Aufnehmen. Eieiei. Räder habe ich auch verloren, anscheinend. Was bekomme ich denn jetzt? Hey, toll! Ihr habt den Rekord geschlagen. Ja, sicher das. Fertig. Krieg ich noch irgendwas? Ich wusste, dass ihr das schafft. Hier, für euch. Was ist das denn? Goldene Sonne erhalten. Das wär's für heute. Ihr dürft ja immer Bahn fahren. Also so trainiert oft. Nein. Was ist die goldene Sonne? Skulptur aus Gold in Sonnenform. Ach echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann fliegen wir. Ja, wir fliegen. Ja, wir fliegen damit in den Wald. So. Und da war was mit dem Eis-Ding, glaube ich. Wir mussten die Gegner erst mit Eis betäuben. Oder die Geister oder irgendwie sowas. Ja, wir speichern da erstmal ab. Ja, ist gut. Ich möchte speichern. Mir ist gerade ein bisschen kühl. Super! Gut. Gerade ein bisschen Angst gehabt. Okay, da drüben geht's nicht weiter. Dann schalten wir mal auf unseren Eisbumerang. Eine Knospe. Okay. Mörp. Mörp. Ich mag das Geräusch. Mörp. Was ist das denn? Ein Totenkopf. Wann kommt das Ding wieder? Da.
Nice. Bringt es uns hin. Was ist das da oben eigentlich? Kriegen wir noch einen neuen Anzug oder sowas? Was bist du? Du bist... Ja, das war klar, dass das passiert. Moment. Ein Monster. Zwei Knospen. Sie sind erschienen. Oder, nee, zwei Knospen sind erschienen. So, wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn da hin? Was ist das denn? Ist das ein Köder gewesen? Angelt da jemand? Achso, ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung drehen. Die Musik macht mich kirre, ne? Was bist du denn? Okay, da ist noch so eine Tür. Hexemin, geheime Hütte, okay. Da ist die blaue Kiste. Geschlossen. Was ist das?